Södelö. Ich bin wieder da, juhu, und so weiter und so fort. Ah, genau, wie sieht's aus? Dem Rohren, genau, dem Rohren dabei. Ach, genau. Wir können ja, wenn wir gerade im Menü sind und ich gerade dran denke, lohnt sich das zu verbessern. Ja, eigentlich schon. Das wird eh, das wird ja bis zum Ende des Spiels benutzt. Das ist Stats, die hast du for free. Take it. Mach voll. Scheiß drauf. Ah, nein. Ah, ich will nicht. Geh weg. Ich brauche länger als die Originalversion, glaube ich. Jetzt kann ich es sehen, Elena. Okay. Bitte, komm schnell! Worum geht's überhaupt? Er ist sehr beherzt. Das ist nicht der Ausdruck, den ich wählen würde. Ich schätze, wir sollten mal schauen. Das ist ein Hügel im Weg. Und jetzt sehen wir... wir sehen... Was sehe ich denn? Die Klippe. Das sind die Granite-Klippen. Muss ich jetzt Granaklippen nennen? Oder Granaklippen, weil es ein Mix aus Grana Originalwort und Klippe deutschen Wort ist. Anyway. Granaklippen. Oder ich fange jetzt an, es immer Granas zu nennen. Das sind also die Granaklippen. Narbe auf dem Siele. Ach, seelischen Kontinenten, das ist ein Name, okay. Dann hältst du die wohl nicht. Was? Du? Dann hast du sie wohl noch nicht gesehen. Okay. Die waren nur in ihrem Dorf, ne? In Schrift werden sie erwähnt, aber die Größe, das Land fühlte die Wunde noch. Der Kampf zwischen Gut und Böse ist nah. Okay. Und doch, nach all diesen Jahren, ist niemandem ein besserer Name als der Kampf zwischen Gut und Böse eingefallen. Wie sollen wir die Klippen überqueren? Wirf einen Blick darüber. Keine Ahnung. Hätte man das nicht sehen müssen, dass da irgendwas ist, vorfällt? Oh. Oh. Okay. Warum auch nicht? Das ist das Himmelsschiff. Wir fahren damit über die Granaklippen. Das Schiff liegt in einer Stadt unweit von hier an. Von dort ist es nur noch ein Katzensprung bis nach Sanktheim vom Sitz des Papstes. Oder ihr könntet euch Flügel wachsen lassen, damit ich nicht auf euch warten muss. Arschloch. Unglaublich, das ist so aufregend. Übertreibt nicht, wir übernachten hier. Okay. Gute Idee. Yay. Wenn du das sagst. Hey, Elena. Willst du wieder im Stehen schlafen? Schlagen wir ein Lager auf. Hä? Oh nein, gar nicht. Oh mein Gott. Ist es unser erstes Lagerfeuer-Dingens? Mit Gesprächgedöns, wie im ersten Teil? Ja. Essen mit Ausblick. Kinder, passt auf, wo ihr hintretet, wenn ihr aufs Klo müsst. Okay. Na gut, noch ist alle neutral. Wen soll ich zuerst ansprechen? Die Granaklippen sind unglaublich. Man muss sie selbst gesehen haben. Die Welt ist in einem bedauernswerten Zustand. Die Granaklippen sind genau wie in den Legenden. Sie sind halt Klippen. Es ist wirklich ärgerlich, dass die Welt an den Granaklippen in zwei Teile gespalten wurde. Jetzt weiß ich wieder, die Granaklippen sind beim Kampf zwischen Gut und Böse entstanden. Das habt ihr doch gerade gesagt. Elena, erzählst du mir vom Kampf zwischen Gut und Böse? Das könnte länger dauern, oder? Egal, komm. Ah nee, sie hat ja nur aus Büchern gelernt. Ich weiß selbst nicht viel darüber, aber es heißt, die Menschen hätten vor langer Zeit glücklich im Licht von Granas gelebt.
Dann kam Velma und versuchte den Menschen das Licht zu stehlen. Und so begann der Kampf zwischen Gut und Böse. Wow. Am Ende des Kampfes hob Grunder sein Schwert, um Velma damit zu töten, aber es ging direkt durch Velma hindurch und stieß in die Erde. Dabei tat sich ein großer Spalt auf und so sind die Granerklippen entstanden. Sehr recht stumpf und simpel, ne? Wenn Grunder ein Schwert hätte, das so groß genug ist, den Kontinent auszuschneiden, dann wäre er doch vorsichtiger gewesen, wo er es fallen lässt. Daran lässt sich nichts ändern. Denk doch nun mal, was ohne unseren Herrn Granas aus der Welt werden würde. Weiß ich nicht. Granas gibt's wohl nicht gerne Ruhe. Also lässt sich nichts ändern. Wenn Granas Velma nicht besiegt hätte, das wäre bloß mit der Welt geschehen. Jetzt da Velma, den Teufel der Finsternis erwähnt. Kannst du Melania spüren, Elena? Elena? Ich kann nicht glauben, dass Velma in mir ist. Die Menschen dürfen sich nicht von der Finsternis übermannen lassen, sondern sonst könnten sie nur noch in Finsternis leben und kein Mitgefühl empfinden. Die Finsternis verzerrt die Seelen eines Menschen. Wenn die Finsternis ganz Besitz von jemandem ergreift, hat diese Person keine Zukunft mehr. Dann habe ich wohl auch keine Zukunft mehr. Es wird immer zwielichtiger. Irgendwie glaube ich nicht, dass uns in nächster Zeit Sonnenschein und Hündchen erwarten. Judo, du bist weder böse noch ein Finsterling. Die Finsternis ist etwas anderes, ganz anderes. Finsternis oder wirbelnder schwarzer Strudel des Untergangs. Wo ist der Unterschied? Böse Finsterling also. Ich verstehe selbst nicht, aber die Finsternis macht Menschen traurig und einsam. Ich hasse sie. Da macht die Augen nicht zu, weil das ist ganz schön finster dann. Ich hasse die Finsternis. Du kennst gar keine Finsternis. Du bist in einem Dorf in einer Kirche aufgewachsen. Wir müssen morgen früh aufstehen. Hauen wir uns in die Falle. Dumm. Hör auf, bleib weg von mir. Mein Körper schmilzt. Bleib weg von mir. Okay. Ohne Name ist doof, das war wohl sie. Was ist denn, Lina? Elena. Du hast im Schlaf geschrien. Ein riesiges, zungenähnliches Ding war um mich gewickelt und hat mich verschlungen. Albtraum? Psst. Seltsam. Es ist zu still. Hey, Rohan, wach auf. Shh, something's here. Alter, Kreisch. I finally found you. I'll teach you a lesson. Hallo, und du bist? Wildmensch. Okay. Wait. Was machen wir? Wir hauen drauf, ne? Wait, wir haben doch Knall, oder? Senkt Stärke. Ey, wir debuffen mal. Dass ich sowas mal mache. Oh, Lightning, lend us your power. Ein Biestmensch, der wahrscheinlich nichts kann außer zuhauen. Ja, Läufer, Verteidigungsverlust, Gegner, du hast ja auch nichts Relevantes. Hauen wir einfach mal zu und schauen, ne? Ah, oder nicht. Wow. Ich bin gerade 90 Schaden. Beim Blocken ist nicht wenig, ne? Na komm. Deswegen darf man das erleben lassen dann. Nochmal. Wow. Dabei abbrechen. Na. Ich mach dir zum Schwächling. Und nochmal. Ich sehe da so einen Fokus in ihm drin.
Komm, mach was fertig, mach was voll. Einfach, weil ich es kann. Oh, Lightning, lend us your power. Let's work at it. Lass uns dran arbeiten. Okay, an der Wunde oder so. Komm. Einfach ein Feuerzauber, I guess. Komm. Fuck, das ist schneller als ich. Konter! Nein. Kann ich größeren Zauber nutzen? Wie war das eben? 400? Komm. Vielleicht macht man so viel mehr Schaden, dass sich das sogar lohnt. Oh, holy tongues of fire. Nope. Also lohnt sich wirklich nur für AOE. Macht Sinn. Noch was Großes Interessantes hier. Vielleicht ist Wind ja effektiv genug. Komm, wir machen einmal einen großen Zauber. Das Maler haben wir ja. Du willst natürlich wieder mich für ihn angreifen. Was auch sonst. I'll tear you to pieces. Boost. Nur 500. 10 say can slash. Genau im Abbrechenbereich. Das war Zufall. Habe ich nicht geplant. Heiliger Donner! Oder Donnerwetter! Das wär's. Ne? 500. Ne, also wirklich effektiv ist einfach nur einfaches Feuer 1 zaubern. Das hat minus 5 Stärke, ey. Trotzdem macht er noch gut Damage, ne? Dann wäre es gleich tot. Oh, 300 war es doch. Egal. Bock. Wow. Kriegst du gar nichts für den Kampf. Naja. What is the meaning of this? Why do you attack me? Your smell called me. The same smell as that of the villain who destroyed my village. The smell of that scum drives me crazy. I must find him. This Melfus. What? He said Melfus. Ryudo? I smell like Melfus? Is that true? You know Melfus? I might. I see. Your smell does not have the dank smell of death. I had forgotten myself. Hey! You! My bro... Is Melfus alive? Melfus is a demon man. Bringer of ruination. My name is Merrick. I'm sorry for attacking you. My name Merrick. Okay. Merrick. Ryudo. Demon man? Bringer of ruination? He's just a common murderer. He can't still be alive. I never thought I'd have to relive that nightmare again in such a place. What is all this? Who is this Melfus?
He's my brother. Woohoo. Okay, dabei belassen wir es einfach, ja. Okay, cool. Gehen direkt ins Gebiet weiter. Also gehe ich kurz zum Safe zurück. Ich habe einmal Manda verschleudert, ohne dran zu denken. Oder bin ich gefeilt worden? Bin ich geheilt? Wait, what? Egal. Ach, bist ja sogar hier, dann ist ja egal. Gut. So. Dö. Dann, ja. Es gibt kleine Viecher behauen. Die gleichen Viecher, die wir vorher schon hatten. Yay. Ich brauche neue Zauber. Oder ich brauche für ihn einen Zauber. Hey. I'll tear you to pieces. Uff, doch weniger zu erwarten. Na gut. Aha. These guys were no real challenge. Yay, I guess. Oh, lag. Ach komm. Ja. Danach kommt sie. Ist ehrlich? Hier komm. Aber es trifft alle schnell genug. Du bist als erster, läufst zu Roma. Du kommst dann. Du kommst zu mir. Na komm. Rise, O Flame! Reicht euch das? Reicht gar nicht, oder? Oder? Doch, hat gar nicht. I pray that we shall be safe ahead. I pray that you'll be safe ahead. Du musst die Zauber verbessern. Ah ja, verbessern. Wait. Sind sie das Chaos mit dem Flammendings? Wen habe ich 400? Na gut, den Linien-Dings, der kann auch eher Dingens Rohren gerade noch benutzen. Okay. Kriegt der noch was Sinnvolles? Kriegt der einen AOE-Zauber? Was ist Wasser, Erde, Wald? Wenn er Erde-Zauber hat, könnte er Dingens lernen. Erdbeben-Gedüns. Ich glaube, ich soll einfach mal Safe scam. Dann Safe gehen, ob ich Zauber lernt, gucken, wie das Ei sich beim Leveln entwickelt. Und damit ich jetzt nicht Punkte reinhämmere und dann am Ende die eh nicht weiter nutze. Und dann wiederholen wir das. Oh. Rise, O Flame! I pray that we shall be safe ahead. 70 Magiemünze. Oh. Nuss der Eile. Stimmt, wir haben ein paar Nüsse, die vielleicht mal irgendwie verwerten müssen. Die Frage ist, auf wen? Ich bin kein Fan davon, dem Hauptcharakter was zu geben. Der ist so oder so immer der Stärkste. Ich finde es nur so frech. Das war nur das Heiler-Ei, aber wenn ich jetzt einfach billig auflevele, ich irgendeinen AOE-Zauber bekomme. Nicht so. Das ist schlecht. Was haben wir? Blockt ein Ding. Beschwert Erdmagie. Okay, hier lernen wir dann graben. Das ist ein Kampf oder so, dann kriegen wir also nicht graben, sondern naja, Erdbebengedöns. Lohnt sich das? Ja, komm. Lohnt sich genug.
kann das Ei ja auch dem anders geben. Und Zauber und so hin und her. Oder kommen wir schon raus und eh schon durch hier? Zum Kontinent, okay. Wir sind eh schon fertig. Das war ein kurzes Gebiet. Okay, es war ein Zelten und ein Bossfight. Wenn man das Bossfight nennen kann. Liligue. Liligue. Ich kann auch theoretisch zurück nach Kabo. Nutzt jemand eine Schildkröte als Lastentier? Das ist nicht sehr effektiv oder nicht sehr effizient. Wie weit ist der Transport? 100 Meter. Ich packe auf die Schildkröte, dauert nur 3 Wochen. Küche? Weiß ich nicht. Naja, ist ja gut. Ach, kann nicht einen großen Zoom-Out-Shot von oben geben und sagen, hier, da ist die Stadt. Weiter. Tschüss, mehr brauchst du nicht. Naja. Boah, ist mir laut. Haben wir laute Schritte hier. Mann. Verdammt, das hier wäre sonst eine richtig nette Stadt gewesen. Du meinst, wenn sie nicht von der Finsternis verflucht wäre, dann wäre sie richtig nett? Ja, wow. Oje, was ist denn los? Ich kann hier nicht mehr leben. Wir gehen. Lass sie in Ruhe, Elena. Ihr wollt in der Stadt bleiben? Ich rate davon ab. Außerdem öffnen sich die Tore erst morgen. Fährt das Himmelschiff nicht? Erst morgen wieder, aber macht euch da keine Hoffnung. Wir lassen keinen an Bord. Okay. Was? Hä? Aber da waren doch gerade Leute drauf. Das war eine Privatfahrt. Dieses elenden Gardon. Vielleicht ist er gut so, weil ja jeder, der diese Stadt besucht, so schnell wie möglich wieder weg will. Jedenfalls vergesst es einfach. Wenn ich irgendwie helfen kann. Danke für dieses nette Angebot, aber wir können nicht in diese Stadt bleiben. Hier ist nichts mehr für uns übrig. Wir waren ja gut drauf. Wenn ich jeden Rat angenommen hätte, den man mir gegeben hätte ich euch alle schon getötet und wäre mit eurem Geld über alle Berge. Ja, weißt du, was du für Rat bekommen hast? Ich bin Chef. Suchen wir ein Gasthaus? Keine Sorge, Elena. Ich habe gehört, hier gibt es, wie heißt das, eine Delikatesse dieser Gegend. Wenn mir nur der Name einfallen würde, könnten wir es ausprobieren. Wow. Block, block, block. Jetzt haben wir hier Gemischtwarenladen. Guck mal her. Gibt es direkt neue Waffen oder so? Willkommen in Ligure. Wir sind die Nummer 1 in der Spitzentechnologie. Kommt und seht euch unsere riesige Produktpalette an. Und ihr habt Waffen. Das haben wir einen Flammenstab mit dem Brennezauber. Gut, den Zauber habe ich ja. Das Mana dafür ist jetzt nicht so wild. Ganz ehrlich, wir haben doch gerade erst gelernt, dass wenn es ernst wird, sie doch eh nicht dabei. Effektiv gegen Tiere. Ja, und einfach höhere Stats sowieso. Wait, egal. Lohnt sich Rüstungen? Wir haben ja erst in der letzten Stadt welche gekauft, sozusagen. Schlafresistenz. Einfach höhere Stats. Und oh, die lohnen sich auf jeden Fall noch. Damit meine Leute noch drankommen.
Grenzreiche Gegenstände. Handgranaten, Insektenbombe. Ein Feind Feuerzauber. Was? Das ist der Windzauber im Grunde. Okumiro. Verwirrungseffekt. Oh. Yomis Elixiere. Ja. Na gut. Ah. Auf Wiedersehen, naja. Ah, das Ausrüsten hin und her gedünst. Plus 6. Naja, ein bisschen plus. Plus 8. Jeder hat ja jetzt, also nicht jeder, aber. Ja, also nur höher. Aber sie braucht den ganzen Speed nicht so sehr. Ach Mensch, Menüarbeiten sind toll. Haben wir eben doch nicht mehr kaum benutzt, na egal. Heilkräuter haben wir viele, aber es ist nichts wert. Also die alten Rüstungen kommen ja nicht damit. Lichtresistenz weg. Und schon haben wir wieder Geld. Ein bisschen was. Plus 6. Plus 10. Okay, was soll's. Gasthaus, dann machen sie morgen auf und dann hauen wir ab wieder, I guess. Das ist zumindest die Idee. Hm. Ah, Gäste, wie ungewöhnlich. Wollt ihr hier übernachten? Ja, I guess. Wir haben nur Aronstab-Wurzeln zu essen. Wollt ihr trotzdem bleiben? Warum nicht? Silvia, das ist nur schnell, ich habe Hunger. Das ist es, die Delikatesse, die ich letztes Mal nicht probiert habe. Was für ein Glück. Ja, die Delikatesse. Wie auch immer. Das andere haben wir nicht. Also esst es oder lasst es. Das macht es ja einen echt schmackhaft. Also, was meint ihr? Los, probieren wir das Zeug, das Rohr eine Delikatesse nennt. Ihr habt ja nicht mal was vor euch zu essen. Hä? Hey Rohan, was ist das? Wie kann man das eine lokale Delikatesse sein? Mehr als gewöhnungsbedürftig. Gibt es wirklich Leute, die das essen? Was für eine merkwürdige Konsistenz. Das kann doch nicht, kann man doch nicht essen. Das ist, als würde man Sand essen. Es fühlt sich so rau im Mund an. Ob das überhaupt essbar ist? Ich habe noch nie so einen Matsch gegessen. Wie soll man das nun runterkriegen? Der Wirt, der denkt, dass wir sowas essen, muss irre sein. Naja, er hat euch gewarnt. Wir bleiben hier nicht länger als nötig, also macht es euch hier nicht so gemütlich. Gibt ihr nichts anderes zu essen? Ich glaube, ich verzichte ab jetzt auf weitere Mahlzeiten. Könnt ihr bald ins Himmelsschiff steigen, bitte? Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand das hier runterkriegt, naja. Ich habe mir überlegt, dass wir morgen mal zu diesen Gardern gehen sollten. Mit ein bisschen auf den Schlips treten. Okay? Okay, ich sehe gerade dieses Fass hier. Ist das ein Ölfass, was einfach nur einen Schlauch zur Lampe hat? Naja, egal. Was soll's. So. Neues Tag, neuer Unglück oder was? Oder so eine Richtung. Ja. Wir sollen den. Wie hieß er noch? Ghana aufsuchen? Scheiße, den Namen schon verpennt. Anyway. Wir können dann. Wir haben doch hier. Nein? Ach, schade.
Ich habe erwartet, dass ich jetzt auf der Karte im Kompass angezeigt bekomme, wo ich hin soll. Naja. Aber es ergibt sich wohl von alleine. Ach meine Güte, ist alles in Ordnung? Hm. Was ist denn los? Tut was weh? Ich hab Hunger. Ah. Das Problem können wir leicht lösen. Wir haben bestimmt etwas zu essen für dich. Warte kurz. Nur einen Moment. Ah. Ist der Junge denn krank? Junge Dame. Bitte gib ihm kein Essen. Die Versuchung wäre zu groß. Was meinst du damit? Die Leute in dieser Stadt können kein normales Essen essen, selbst wenn sie wollten. Sie kriegen nichts runter als diese ekligen Anstrop-Wurzeln, whatever. Ich verstehe das nicht. Wie kannst du das... wie meinst du das, dass sie nichts essen können? Okay, gar nicht. Geht einfach. Alina, du sollst doch nicht mit Fremden sprechen und sie könnten eine ansteckende Krankheit haben. Wenn, dann müssen wir ihnen doch helfen. Sagst du mal so einfach. Naja. Ich hab Hunger. Mäh. Ich halte es nicht mehr aus. Wenn wir weiterhin nur Anstrop... Ich muss den Namen lernen. Aronstab-Wurzel essen können, werden wir sterben. Mhm. Sei still. Du verlangst einfach zu viel. Hier ist das. Es ist zwecklos. Ich kann es auch nicht essen. Liebling, lass uns von nicht was wegziehen. Wir können uns irgendwo eine Farm aufbauen. Aber selbst wenn wir wegziehen, ist es doch gar nicht sicher, dass wir wieder etwas essen können. Tut mir leid. Wir schaffen das schon. Irgendwie. Was genau ist in dieser Stadt eigentlich los? Ihr müsst Reisende sein. Ihr solltet diese Stadt schnell wieder verlassen. Was ist denn das Problem? Ich diene Granners. Vielleicht kann ich eine kleine Hilfe sein. Die Einwohner dieser Stadt haben ihren Geschmackssinn verloren. Okay, und? Ihren Geschmackssinn? Dank des Himmelsschiffs war diese Stadt eine geschäftige Handelszentrum. Mein Mann hat auf dem Himmelsschiff gearbeitet. Die Arbeiten war hart, aber die Bezahlung war gut. Uns hat es nie an irgendwas gefehlt. Aber seit knapp 10 Tagen hat das Essen hier keinerlei Geschmack mehr. Es ist, als ob man Sand oder Stein essen würde. Die meisten Nahrungsmittel interessieren uns nicht mehr. Wir können sie nicht essen. Wir dachten, es ging nur uns so, aber bald litt die ganze Stadt an dieser Krankheit. Das Einzige, was wir noch essen können, ist die Aronstab-Wurzel, die schon von sich aus nach gar nichts schmeckt. Oh. Aber egal, wie viel wir davon essen, wir werden einfach nicht satt. Okay, und was hindert euch daran, das andere zu essen? Eine magische Barriere vorm Mund oder sowas? Ich habe noch nie von einer Krankheit gehört, die einem den Geschmackssinn raubt. Doriodo? Also theoretisch gibt es welche. Sehr aktuell sogar. Aber ob es komplett... Weiß ich nicht, ich hatte es nicht. Frag Elina. Sie scheint generell nicht viel Geschmack zu haben. Kopfbedeckung eingeschlossen. Vielleicht ist diese Stadt verflucht. Ich kann mich nicht erinnern, dass hier jemand gegen den Willen von Granners verstoßen hat. Ihr müsst euch schrecklich fühlen. Ich wünschte, ich könnte euch etwas für euch tun. Oh... Du hast auf dem Himmelsschiff gearbeitet, ja? Wie kommen wir da rauf? Im Stadtzentrum findet ihr die Villa von Herrn Gardan, dem Geschäftsführer des Himmelsschiffs. Fragt ihn, aber es wird wohl nichts bringen. Hm. Wow, HD-Bild. Hm. Im Haus hätte ruhig die Musik weiterlaufen können, so leicht. Es war so erschreckend still. Das hier sieht groß zentral aus. Was ist das? Weiß ich nicht.
Nope. Ich hab gesagt Mitte. Aha, da lang haben. Naja. Rie, was bist du denn? Irk. Nom, nom, nom. Schlürf, köstlich, köstlich. Tja, tja. Euch habe ich ja noch nie gesehen. Kann ich etwas für euch tun? Ich habe gehört, es darf niemand mehr aufs Himmelsschiff. Ich will, dass sich das ändert. Ja, Moment, lassen wir keine Passagiere zu. Das ist für das Geschäft unerlässlich. Der Transport von Fahrgästen verringert unseren Profit. Dann sorge ich dafür, dass es sich lohnt. Ja, simpel. Bezahl halt dafür, ne? Ah. Hab gar nicht gesehen, dass du eine Schwester dabei hast. Sie will zur Granas-Kathedrale, hä? Huh? Schön, noch ein Geschäft. Wie viel willst du? 10.000 Goldstücke sollten meine Kosten decken. Bullshit. Abgemacht. Also los. Nicht so schnell, mein Freund. Der letzte Transport ist schon weg. Aber keine Sorge, schon morgen wird ein anderer bereitstehen. Heute kommen wir nicht mehr weg. Dann. Du kannst offenbar noch nur Genüge essen. Warum teilst du dein Geheimnis nicht mit den Stadtbewohnern? Ernst. Auf. Wie seltsam, so etwas zu sagen, Schwester. Soll das heißen, dass meine Gesundheit nicht was statthaft ist? Dass ich auch leiden sollte? Ja. Nein. Mich betrifft diese Sache doch auch. Meine Angestellten sind alle angeschlagen und das ist nicht gut für das Geschäft und ohne Heilmittel. Hä? Selbst dann ist es erstaunlich, wie viel du essen kannst. Vielleicht haben die anderen von Granas gesündigt. Vielleicht bin ich nur ich gesegnet. Wer kennt schon den Willen Gottes? Ah, köstlich. Ey, ein typischer Hardcore-Christ. Er glaubt, er wäre im Recht, obwohl er Scheiße baut. Oh, ups, habe ich das laut gesagt? Schlürf, Schwester, du riechst ziemlich gut. Wusstest du schon, dass Geruch und Geschmack eng zusammenhängen? Oh Gott. Was? Er wirkt soweit gesund auf mich, aber sein Frauengeschmack ist äußerst fragwürdig. Ich kann so arrogant und unverschämt sein, während andere verhungern. Du sollst aufpassen, was du sagst. Ich lohne meine Angestellten großzügig. Dieses Problem hat nichts mit mir zu tun. Die Einwohner hier sollten mir danken, dass ich ihr Wohlstand in diese Stadt gebracht habe. Ja. Wie konnte sowas nur passieren? Ja, die Stadt war dafür bekannt, dass sie von Hand Granas berührt wurde. Vielleicht will er seine Hand nicht länger beschmutzen, aber ich bin kein Experte. Ihr solltet das dann in der Kirche vor der Stadt klären. Ah, na sowas. Du riechst so gut, meine liebe Schwester. Ein süßer, köstlicher Pfirsich. Also dann bis morgen. Komm, weg hier. Weg hier, bloß weg hier. Ich hätte auch gerne einen Fisch, welcher nicht verbraucht wird beim Essen. Hm. Was für ein widerlicher Kerl. Jo. Wenn du das sagst. Der Appetit von diesem Gardern ist unglaublich. Fast schon mehr normal. Fast nicht mehr normal. Aber was mir Sorgen mehr macht, ist das Geld, das wir bis morgen auftreiben müssen. Der haut uns übers Ohr. Suchen wir also an unsere Sofaritzen nach Kleingeld ab. Warum machen wir ihn nicht einfach kalt? Deswegen mag ich dich so, Sky. Du denkst immer mit. Denken wir auch irgendwie. Stech ihn ab und benutzt das Flugschiff, keine Ahnung. Herr Judo, ob es dir gefällt oder nicht, wir haben eine Schwester bei uns. Aber Judo, wir müssen den Leuten hier doch irgendwie helfen. Wenn sie wirklich von Granas gesegnet sind, wie konnte ihnen dann so etwas passieren? Wir sollten tun, was dieser Mann gesagt hat und den Pater in der Kirche dazu befragen. Haben wir es jetzt eigentlich damit eilig, damit dich zur Kathedrale zu bringen oder nicht? Wir haben keine Zeit für den Kirchenmädchenprogramm. Diese Stadt ist das alles. Es ist schrecklich. Ich kann die Hilfesuchenden nicht ignorieren.
Pass auf, Prinzessin. Wir brauchen wirklich nicht mehr Ärger, als wir sowieso schon haben. Bitte, Ryudo. Wir können doch sowieso erst morgen von hier weg. Was ist so schlimm daran, zur Kirche zu gehen? Ich gehe in Flammen auf, wenn ich reingehe. Hat eine Klappe, Kleiner. Das hier ist kein Spaziergang zum nächsten Altar. Und wir sind nicht im verdammten Kirchenchor. Ich hab das so satt. Es tut mir leid, aber trotzdem. Entschuldige dich doch nicht immer gleich. Kommt, such mir die Kirche. Hey. Cool. Kirche. Oh, ich hab sie auf der. Ich will mal sagen, Krater. Was ist denn der Kompass? Ach ja, stimmt. Das ist ja das Gebäude hier oben. Was bei der Kamerafahrt so auffällig. Naja. Dann gezeigt wurde. Na. Dudup. Dudup. Ist der stoned oder? Also, das ist alte Grafik, ganz einfach. Kann ich euch helfen, mein lieben Reisenden? Alter, eine Frage hat uns hergeführt. Ah, wie ich sehe, bist du auch eine Dienerin von Granus. Vater, was ist mit dieser Stadt passiert? Mit den Leuten hier? Ach, diese Frage beschäftigt mich ebenfalls. Ich weiß nicht, was über uns gekommen ist. Manche sagen, Granus hat sich von uns abgewendet, aber ich glaube das nicht. Ja, das habe ich auch gehört. Einige Leute hier sind der Meinung, die Stadt habe den Segen von Granus verloren. Ganz schön unzuverlässig für eine Gottheit. Wenn man allmächtiger Herrscher bleiben will, sollte man seine gut-böse Linie doch klar durchziehen. Ryudo! Und das mit diesem Segen kapiere ich nicht so ganz. Dieser Fettarsch sah für mich ziemlich gesegnet aus. Ungefähr 100 Kilo gesegneter als alle anderen hier. Aber wenn du meinst, bestimmt Herrn Gardan. Er hat sich auch verändert. Er war mal ein guter Mensch, bei allen beliebt. Und dann wurde er anders. Er entwickelte eine Sucht nach Wohlstand und Reichtum und nach, naja, Essen. Soweit ich mich erinnere, geschah das ungefähr zur gleichen Zeit, als unser momentanes Unglück uns ereilte. Vor 10 Tagen? Die Leute gehen mit Krisen unterschiedlich um. Manche schlafen, manche schreiben und manche stopfen sich es mit Essen voll wie Müllschlucker. Aber was hat es damit zu tun, dass die Stadtbewohner nicht mehr essen können? Vater, bitte entschuldigen die Taktlosigkeit meines Begleiters, aber ich frage mich ebenfalls, warum diese Stadt als von Granus gesegnet gilt. Natürlich, bitte geht nach oben. Von dort aus werdet ihr die Wahrheit mit eigenen Augen sehen. Don't trust. Engel mit Schwert, wenn das auch was Eigenes sei. Bitte schaut euch um. Von hier aus kann man die ganze Stadt sehen. Wenn man ans Fenster kommt. Das ist schon hoch. Noch ein Rundflug, haha. Diese Säulen sehen aus, als gehörten sie alle zu einer Ruine. Man sagt, das sei die Ruine eines Tempels. Sie wurden beim Umbau der Stadt schwer beschädigt, aber Herr Gardan sagt, dass sie noch nicht zerstört genug sind. Okay. Ich verstehe. Diese Stadt wurde also auf den Ruinen eines alten Tempels von Granus erbaut. Warum ist diese Stadt gesegnet? Das würde sie mir verfluchen, hallo? Hä? Aber diese Säulen stehen da so merkwürdig, als ob etwas in der Mitte wäre. Als ob dort etwas begraben wäre. Ja, das fällt mir ein. Am Fuß dieser Säulen wurde eine Ausgrabung durchgeführt. Sie reichen weit in die Tiefe, zu tief, um entfernt zu werden. Ach, zu entfernen. Das gefällt mir gar nicht. Was meinst du, Elina?
Kommt mir das bekannt vor? Tempelruinen, Grabstätte, unheiliges Stück Valmas, das darin versiegelt ist. Wie in Garmiaturm. Das kann nicht sein. Valmar. Von so etwas habe ich noch nie gehört. Wie, du kennst Valmar nicht? Den Hauptteil der großen Geschichte? Fantastisch, dann können wir ja wieder los. Warte, Rudo. Das Leiden der Stadtbewohner kann durch einen Bruch des Sieges verursacht worden sein. Wir müssen das untersuchen. Oh, die kleine Detektivin. Ich kann mich nicht erinnern, dass auferstanden Gott des Bösen besiegen in meinem Jobbeschreibung stand. True. Bedürftigen zu helfen ist die Pflicht aller, die der Lehre von Granas folgen. Ich werde meine Pflicht nicht ignorieren, Ryudo. Und gar nicht diese Leute. Wir müssen ihnen helfen. Das sagst du doch nur aus Trotz. Seien wir doch mal vernünftig. Erstens werde ich dafür nicht bezahlt. Ich wiederhole, ich werde nicht bezahlt. Zweitens, Granas sollte völlig problemlos allein mit Velma fertig werden. Drittens, du musst so schnell wie möglich zur Kathedrale. Ryudo, bitte. Ich kann die Leute nicht ignorieren. Wenn ich das tue, brauche ich erst gar nicht zur Kathedrale zu gehen. Bleib also dabei. Na schön, dann werde ich ja eben alleine gehen. Und ich muss dich natürlich beschützen. Spare deinen selbstzufriedenen Blick. Na los, zeig mir ein nettes Gesicht. Was machst du da? Lass das. Wir sehen uns die Ruine an. Aber morgen nehmen wir das Himmelsschiff. Ja, wie viele Kätzchen in den Baumwipfeln festsetzen. Ach, Judo. Hey. Da war ja offensichtlich, oder? Vater, was war das mit dieser Ausgrabung? Nur dort ist Vorsicht geboten. Niemand ist erlaubt, die Ruinen zu erkunden. Dort lauern viele Gefahren. Danke, Vater. Judo, gehen wir. Oh, Pater, ich habe so schreckliche Träume in letzter Zeit. Die Finsternis verfolgt mich. Bedeutet das, dass meine Seele schwach ist? Öffne der Finsternis keine Tür zu deinem Herzen. Eine starke Seele widersteht der Finsternis. Verhalte dich entsprechend. Ja, was auch immer das bedeuten mag, ey. Vielen Dank. Pater, der Segen von Granas sei mit dir. Mit dir ebenso, Sängerin von Granas. Bringen wir es hinter uns. Unser Reiseplan lässt eigentlich keine Luft für weitere spontane Aktivitäten. Oh, Judo. Ja. Oh. Hey. Ich werd nicht mehr. Seine Stimme kann ich ja gar nicht machen. Merrick! Merrick, was machst du denn hier? Der Geruch dieses Ortes ist eine Beleidigung für die Erde. Moment, sag mal, ist mein Bruder hier? Weißt du etwas von Malphus? Wo ist der? Was hat er getan? Ich spüre das üble Werk dieses Dämon hier. Frag nicht, was durch seine Hand geschehen ist. Denn ich möchte die Erinnerung da nicht wachrufen. Aber das ist doch deine einzige Motivation. Also sollte die immer da sein, die Erinnerung. Just say. Aber ist er hier? Oder vermutest du das nur? Merrick, diese Stadt wird gerade von großem Übel geplagt. Bitte, wirst du uns helfen, die Wurzel des Übels zu finden? Wirst du uns helfen, ihm ein Ende zu machen? Um zu verhindern, dass die Macht von der du da sprichst, hier weiter eingesetzt wird, werde ich mich euch anschließen. Oh, vielen Dank. Hey. Hey, Random Merrick. Oder auch Random ist eine Gruppe mit Streiter. Also Rüstung, Bewegungsfreiheit und Angriff. Ein weiteres Mana-Ei. Mit ihm im neuen Haut drauf, I guess. Was will ich sehen? Ja. Er hat den Beast-Zahn mit, den Standard, den jeder hat.
Was hat er noch? Mordschlag oder so. Okay. Ein Hau drauf. Sprift den Feind mit Bestienelement. Okay. Mutgebrüll erhöht die Angriffskraft. Aller Freunde. Also alle Freunde. Cool. Wir haben so wenig Punkte. Wo ich die verbraucht habe, die habe ich an dem Buch verbraucht. Ne? Genau, da drin. Naja. Komm, ich geh einfach mal los. Süd, Kirche, Gasthaus. Muss ich mal ins Gasthaus? Oder im Laden? Habe ich irgendwas noch? Denk. Ach, fuck it. Wir kommen aus der Nacht. So war das. Hier war er und hier ist Tür. Da muss das Loch sein, das sie gegraben haben. Der Geruch von Feuern steigt von dort unten auf. Der feurige Gestank dieser Übeltäter. Dieses Übeltäter. Malphus. Achtung, Mary. Ja! Okay, los geht's. Wuhu. Dafür, dass es verboten ist, scheint es aber keinen zu interessieren. Na gut. Lilikua-Höhle. Auf mit Feuer anmachen. Oh, gar nicht. Wenn ich dadurch markieren kann, wo ich schon war, ist ja gar nicht mal doof. Gegner, aber auch nichts, keine neuen Gegner. Geld. Wait, hier ist nichts zum Anmachen. Zeig mir das den Haupt. I don't know. Wang. Initiative. Hier als erstes kommen ja Feuer rein und gut ist. Immer noch. Sind, glaube ich, immer noch komplett gleich. Oh, Holy Tongues of Fire! Holy Tongues. Ach, wirklich? Heilige Zunge? I pray that we shall be safe ahead. Na gut, vielleicht macht das Heilige Zunge ja wirklich Sinn, weil sie eine Sängerin ist. Okay. Okay. Bisher sieht es wirklich so aus, als wäre nur der Hauptweg mit Fackeln besetzt. Das würde es sehr einfach machen, sich nicht. Du kommst als erstes, du als letztes. Du kommst irgendwie mit drin. Naja, komm, was soll's. Was machst du? Läufst du sie an? Das ist mehr. Komm, ich versuche es mal so. Ah, geht anders um die Sau. Scheiße. Okay, ja, der geht. Der geht auf mich. You cannot get away with that. Oh, hübscher Sound, ey. 400, ist gut zu wissen. Nothing withstands my blade. Nichts widersteht meiner Klinge. Oh, warum nicht? Da ist die Fackel. Das heißt, ich gehe erst hier lang. Weil es ein Item gibt. Ha, geil. Mogai-Bombe. Hey, wer kennt noch Mogais? Aus dem ersten Teil. Die Hasenmenschen sozusagen. Die Bunnies. will mal. Nicht so. Aus. Ich will mal Brennzauber für ankommen. Ich hoffe, dass es effektiv wird. Wusch. Wusch.
kommst heran, greifst mich an. Natürlich greifst du sie an. Ah, ich sollte nicht so viel nachdenken, ganz ehrlich. Hier, was hast du? Ja, hau zu. I'll tear you to pieces. Naja. You better practice if you want to beat me. Just did it then. Bist du eigentlich reinigendes? Was hört sich nach? Ups. Nach. Naja. Gift und Leben. Okay. Naja, ja, ja, ja. Ja, richtiger Weg. Also erst der andere. Das Grundprinzip eines jeden. Eines jeden Spiels. Immer erst die anderen Wege checken. Boah, hier musst du mal zuerst dran. Das nervt. Hier, du stirbst so am Feuer. Die auch. Das ist gut. Oh, that was a breeze. Nee. Geld. Viel Geld. Ich meine, die Überfahrt soll 10.000 kosten. Das wäre jetzt sehr viel Geld in der Hinsicht. Es hieß ja Ruin. Das hier sieht nach Ruin aus. Macht Sinn. Gargoyles. Okay. Auch mehr Zauber, die gut sind. Welches hat er gerade? Das Mistein, glaube ich. Ne? Was ist das Mistein? Scheiß drauf, Junge. Greifst du an? Ihn. Auch ihn. Rise, oh Flame! I pray that we shall be safe ahead. Hey. Oh, nochmal 1200. Das ist auch Höhle 1. Okay, cool. Es wird schon stimmen. Okay. Auch schon wieder. Mann. Es nervt richtig, dass er als erstes dran ist. Das waren 60 Schaden. Das war super schwach. Wo er never mind. Komm mal, was soll die Scheiße? Rise, oh Flame! Oh, ich treffe nicht an, toll. Hey. You better practice if you want to beat me. Bitte. Ich könnte doch jetzt theoretisch den lernen können. Hau rein. Mit dem tollen Skill. Reflektionsring? Hört sich jetzt sinnlos an. Reflektiert manchmal Schaden. Okay. Trotzdem 10 Verteidigung, so verliere ich nichts. Hau rein. Mogai. Noch eine Mogai.
Macht ja auch so IP-Schaden oder sowas. Kraft IP-Schaden zu ja. Also alles wie früher. Das war sogar die Fähigkeit vom Dingens, vom Guido. Wenn ich mich nicht täusche. Na doch, das war die Mogelbombe. Fuck. Na gut. Falsche Magie gewählt. Naja, was soll's. Dann piekst jetzt den Rest tot ein. Oh, Stat-Items. Gut. Jetzt ist immer noch extrem interessant, dass einfach Stat-Items droppen können so früh. Nicht? Wieso ist hier mehrmals nichts? Komme ich dann doch irgendwie rüber? I don't know. Ah, nehmen wir diese Lücke, die haben wir am Anfang schon gesehen kurz. Vorwärts oder zurück. Ich bräuchte mal ein Save. Oh, ein neuer Gegner. Oh mein Gott, ein neuer Gegner. 600 HP. Dann kommen. Testen wir einfach mal Wind. Und wann kommt ihr dran? Das dauert noch. Ich wünschte, sie würden highlighten, wer getroffen wird. Ja, komm. Ich hab das Gefühl, das wird so oder so nicht töten. Ja, komm. You cannot get away with that. 300 für Wind. Oh, holy tongues of fire! Auch 300. Okay. I pray that we shall be safe ahead. Beide nicht so effektiv wie auch. Yay. Ja, noch brenne erst voll weiß kann. Stimmt, die haben wir auch den AOE-Heuler. Eigentlich sind mich immer noch nicht wirklich. Wind, Wasser, das heißt. Eiszauber würde ich lernen demnächst irgendwann hier. Wenn ich das Ei noch verbessere. Komm schon. Ich sehe immer noch kein Eiszauber. Sauerei. Na gut, soll's. Oh, Geld. Take it. Noch ein Save Point, damit ich euch verlassen kann. Oh. Eisstachel. Stuff of nightmare. Dunk. Ach, kam nicht mehr durch. Abbrechen. Oh, fies. Ach, das nervt mich nicht. Au. Uiuiuiui. Okay, dann müssen wir richtig kämpfen gerade, wa? Wir sind alle schon fertig. Okay. Fokus stehen da. Beide müssen geheilt werden. Nicht, dass sie nochmal drankommen, ist totsaugen. Mäh. Kein Mann mehr für das richtig. Hat das Sinn nach Kombom? Good luck, everyone! Viel Glück, ihr alle. Oh. Respect!
Abbrechen. Abbrechen, aber nicht tot. Töten. X. Irgendwie jedes Mal ein Mikro-Lag, wenn Kampf zu Ende ist. Ich habe einen Verdacht, woran das liegt, aber naja. Kein Mana mehr. Ihr leckt mich. Sterbt alle. Das erschreckt effektiv. Boah, nee. Naja, nicht wirklich. Es war vorher zu sehen. Brauchen wir noch einen Safe Point? Oh, oh. Oh nein. Naja. Wenn du das Portal öffnen möchtest, dann zünde die roten, blauen und grünen Kerzen an. Na gut, dann mache ich es einfach so Ende, ohne zu speichern. Nur für die Folge, nicht fürs Aufhören, wirklich.